Das Unternehmen LKS Starkenberg verbindet den Landmaschinenhandel und ein Lohnunternehmen im selben Betrieb. In Teil 1 haben wir die sommerlichen Aktivitäten rund um den Mähdrusch und das Ballenpressen vorgestellt. Darüber hinaus haben wir uns den Hauptstandort in Starkenberg angesehen und hier einen Rundgang durch die Werkstatt unternommen. In Teil 2 stellen wir das Unternehmen nun weiter vor, besuchen LKS-Kunden und zeigen den leistungsstärksten Rübenroder der Welt. Starkenberg liegt südlich von Leipzig im Dreiländereck der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. LKS, das steht für Landmaschinen- und Kfz-Handel Starkenberg, aber auch für Leistung, Kompetenz und Sicherheit, so die Message des LKS-Teams. Thilo Leibniz hat das Familienunternehmen vor 30 Jahren mit seinem Bruder Hubertus Leibniz und einem weiteren Gesellschafter gegründet. Seit 12 Jahren arbeitet auch Thilos Neffe Adrian im Betrieb mit und beide sind aktuell Eigentümer des Unternehmens. Als exklusiver Fendt-A-Händler ist man in der Region ein wichtiger Vertriebspartner für Eco. Die landwirtschaftlichen Strukturen und das Einsatzgebiet sind sehr vielfältig und reichen vom Sonderkulturenanbau über kleine Familienbetriebe bis zu tausende Hektar bewirtschaftenden Agrargenossenschaften. Besonders deutlich wird dieser Kontrast an der zweiten Niederlassung in Balgstedt in Sachsen-Anhalt. Das Vertriebs- und Serviceteam von LKS betreut hier Kunden vom Schmalspurtraktor bis zum PS-starken Raupenschlepper. Darüber hinaus verkauft man natürlich weitere Fendt-Produkte wie Pflanzenschutz und Erntetechnik. Hinzu kommt der Vertrieb von Produkten verschiedener Anbaugerätehersteller wie Lemken, Strautmann, Schäffer, Rauch und Bettnar. An diesem Drehtag begleiten wir Adrian beim Besuch eines langjährigen Kunden. Der 37-jährige Diplom-Betriebswirt ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen und kümmert sich bei LKS vor allem um den Verkauf der Fendt-Maschinen. Im Vertrieb wird er dabei sowohl am Standort in Starkenberg als auch in der Filiale in Balgstedt von mehreren Kollegen unterstützt. Die Mitarbeiter dieses Agrarbetriebs sehen hier Winterweizen. Zum Einsatz kommen dabei zwei Fendt-Traktoren. LKS hat den 330 PS starken Fendt 933 Vario vor der Lemken-Sämaschine im Vorjahr als junge Vorführmaschine geliefert. Das Prinzip ist dabei simpel und attraktiv für den Kunden. Neue Traktoren werden für das Lohnunternehmen LKS gekauft und dabei innerhalb eines Jahres beim Ballenpressen oder anderen Tätigkeiten auf rund 400 bis 600 Betriebsstunden gebracht. Bevor die Schlepper dann zu attraktiven Konditionen als junge Gebrauchte in den Verkauf gehen, werden die Traktoren noch in der eigenen Werkstatt intensiv durchgecheckt und aufbereitet. Auch eine Garantieverlängerung ist dann möglich. Ein Angebot, das viele Kunden zu schätzen wissen. Bei unserem herbstlichen Besuch laufen auch die Aktivitäten des Lohnunternehmens LKS. Die Zuckerrübenernte ist ein wichtiges Betätigungsfeld. Einer der ersten heftigen Herbststürme fegt während unserer Dreharbeiten über das Land. Mitarbeiter Uwe, der schon 25 Jahre bei LKS arbeitet, hat den Ropa gerade von seinem Kollegen aus der Nachtschicht übernommen. Mit 796 PS ist es der leistungsstärkste Rübenroder weltweit und gleichzeitig eine der stärksten Serienlandmaschinen überhaupt. Der Zuckerrübenanbau hat durch die Zuckerfabrik in Zeitz, die seit den 60er Jahren in Betrieb ist, in der Region eine lange Tradition. Der Ertragsdurchschnitt im Kundenkreis von LKS bewegt sich um die 75 Tonnen vom Hektar. Auf manchen Standorten im Altenburger Land lassen sich jedoch auch Spitzenerträge von bis zu 105 Tonnen vom Hektar erzielen. Die Zuckerrübenkampagne startet in der Regel zwischen dem 5. und 10. September und ist Anfang Dezember abgeschlossen. Die Organisation der Ernte verläuft dabei überwiegend digital und in Abstimmung aller Beteiligten mit der Zuckerfabrik. Die Standorte der Mieten und die Anfahrstrecken für die Logistik werden schon vor Beginn der Ernte erarbeitet.
Die Ernteflotte des Lohnunternehmens LKS umfasst mit einer Neuanschaffung zur Saison 2022 dann drei Roper Tiger 6S. Mit dem bayerischen Hersteller Roper pflegt man seit Jahren eine gute Beziehung. Der Service und der Kundenkontakt stimmen. Jeder der rund 660.000 Euro teuren Roder bringt es pro Jahr auf eine Erntefläche von 850 bis 1.000 Hektar. Zusammen mit dem Mähdrusch ist die Rübenernte eine der ältesten Dienstleistungen im Lohnunternehmen. Nach der Wende und der Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Betriebe in der Region galt es für LKS, mehrgleisig zu fahren. So nutzte man die Maschineneinsätze des Lohnunternehmens gleichermaßen, um Geld zu verdienen und um die modernen Landmaschinen auf den Agrarbetrieben zu präsentieren. Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit hat sich bis heute weiterentwickelt und man unterstützt die Kunden in unterschiedlichen Bereichen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Mietenpflege seitens des Lohnunternehmens. Mit zwei Mietenpflegegeräten werden im Herbst rund 27 Kilometer Vlies verlegt und jeweils kurz vor dem Abtransport wieder aufgenommen. Die Anforderung seitens der Zuckerfabrik ist es, dass das Erntegut ab Anfang November durch die Abdeckung gegen Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen ist. Die Dienstleistung erfolgt in einem Umkreis von 100 Kilometern rund um Starkenberg. Mithilfe des Klünder Mietenpflegegeräts lässt sich die Arbeit mechanisch durchführen und so täglich mehrere tausend Tonnen Zuckerrüben mit dem wiederverwendbaren Vlies bedecken. Diese Leistung erfordert einiges an Abstimmung, Planung und Organisation. In Sachen Zuckerrübenanbau bietet LKS auch den Service des Rübenhackens mit einem Gerät von Bettnar sowie die Aussaat. Über 2800 Hektar Aussaatfläche werden mit vier modernen 18-reihigen Einzelkornsämaschinen von Querneland bestellt. Die Maschinen arbeiten dabei mit der Technik Geoseed, wobei die Saatpillen im Dreiecksverbund abgelegt werden, was den Pflanzen später mehr Standraum verschafft. Auch der Zuckerrübenroder kann durch die gleichmäßigere Beschickung des Aggregats etwas schneller fahren. Im Einsatz ist hier ein Traktor der neuesten Generation mit Fendt-One-Bedienkonzept. Mitarbeiter Christoph ist ausgebildeter Landwirt und seit 3 Jahren bei LKS beschäftigt. Aktuell durchläuft er die Fortbildung zum Agrarservice-Meister mit dem Ziel, ab dem kommenden Jahr das Lohnunternehmen LKS zu leiten. Er übernimmt diese Aufgabe von Volker, der schon 30 Jahre bei LKS arbeitet und seit 2011 das Lohnunternehmen leitet. Er hat diesen Geschäftsbereich sukzessive weiterentwickelt und tritt nächstes Jahr seinen verdienten Ruhestand an. Wir schauen noch einmal auf den Landmaschinenhandel, dem Kerngeschäft von LKS Starkenberg. Im April 2022 fand in Leipzig die Landwirtschaftsausstellung Agrar statt. Mit fast 50.000 Besuchern die wohl wichtigste Ausstellung für die Agrarbranche in den neuen Bundesländern. Schon seit Bestehen dieser Messe ist auch LKS mit einem großen Messestand vertreten. Zum Abschluss des zweiten Teils sind wir noch bei der Übergabe von 4 neuen Traktoren dabei. Es handelt sich dabei einmal um einen Fendt 800 Vario, der bei diesem Gruppenfoto allerdings schon im Feldeinsatz war, 2 Vertretern der Baureihe 900 Vario und einmal dem Flaggschiff 1050 Vario. Das Besondere an diesem Verkauf: alle 4 Schlepper wurden im Paket von nur einem Kunden gekauft. Betrachtet man rein den Traktorenverkauf bei LKS, so nehmen die Baureihen 700 und 900 Vario etwa 80% ein. Aber auch Traktoren der Serie 1000 Vario mit über 500 PS wurden bereits mehrfach verkauft. Für Teil 3 ist es geplant, weitere Ernteeinsätze des Lohnunternehmens LKS zu begleiten. Wir werfen einen ausführlichen Blick auf die Niederlassung in Balgstedt und die Kompetenzen in Sachen Pflanzenschutz. Außerdem schauen wir uns die mechanische Unkrautbekämpfung im Mais an.
Besucht für weitere Informationen zum Landmaschinen- und Kfz-Handel Starkenberg deren Website und abonniert für folgende Video-Updates unseren YouTube-Kanal.